Hey, ich grüße dich, Daniel hier von der 7-Wochen-Challenge und in diesem Video möchte ich dir 10 Gründe aufzeigen, warum du noch nicht erfolgreich abgenommen hast. Erstens, du bist nicht in einem Kaloriendefizit, du isst immer noch kalorienreich und sparst einfach keine Kalorien ein und hast dein Aktivitätslevel dementsprechend auch nicht erhöht. Denn um erfolgreich abzunehmen, musst du in ein Kaloriendefizit gelangen. Du musst also mehr Energie verbrauchen, als du dem Körper zufügst. Und dann wirst du auch abnehmen. Zweiter Grund, du lässt dich zu sehr von anderen Meinungen beeinflussen und ziehst nicht dein Ding durch. Denn zu viele Köche verderben einfach den Brei. Grund Nummer 3, du bist einfach zu sehr damit beschäftigt, nach Ausreden zu suchen, anstatt nach Lösungen zu finden für das Problem, das du eben hast. Grund Nummer 4, du machst einfach zu wenige Schritte am Tag. Grund Nummer 5, wenn du anfängst, dann startest du einfach zu sehr mit einer hohen Intensität und willst eigentlich im Prinzip mit dem Kopf durch die Wand, anstatt mal langsam anzufangen und die Intensität von Trainingseinheit zu Trainingseinheit dosiert zu starten. Grund Nummer 6, du machst dir einfach zu viele Gedanken über irgendwelche Rezepte und verbotene Lebensmittel, denn es geht nicht um Verbote. Du weißt, was verboten ist bzw. was ungesund ist und du weißt auch, was gesund ist. Also beziehe dich auf gesunde, frische Lebensmittel und dann machst du nichts falsch. An dieser Stelle ganz gut und ganz wichtig zu erwähnen, dein Kaloriendefizit. Du darfst einfach nicht mehr Kalorien zu dir nehmen, als du verbrauchst. Ja? Einfach die ganzen Süßigkeiten, den ganzen Mist weglassen, dich auf gesunde Nahrung beziehen und dann klappt es. Grund Nummer 7. Du steckst dir keine sinnvollen und erreichbaren Ziele. Deine Ziele beispielsweise sind zu utopisch und demotivieren dich, weil du sie kurzfristig nicht erreichen kannst. Grund Nummer 8, du hörst nicht auf deinen Körper und du fühlst auch nicht, was ihm gut tut und behandelst ihn wie eine Maschine, die einfach funktionieren muss, wie dein Auto beispielsweise. Aber dein Körper ist immer noch das teuerste und beste Gut, das du hast und das musst du pflegen. Grund Nummer 9, du bist einfach zu gestresst und dieses Stresshormon verhindert einfach, dass deine Fettverbrennung stattfindet. Also stress dich nicht. Grund Nummer 10, du gibst einfach zu schnell auf. Du sollst konsequent dabei bleiben und regelmäßig deine Ernährung umstellen und dein Trainingsprogramm durchziehen, so wie es beispielsweise in der 7-Wochen-Challenge ist. Und dann kann ich dir sagen, dann wirst du auch dementsprechend Fett verbrennen. Okay, das waren meine 10 Gründe, warum du bisher noch nicht abgenommen hast. Wenn du noch weitere Gründe kennst, einfach hier unter dem Video einen Kommentar hinterlassen und dann können wir miteinander ein bisschen darüber kommunizieren. Ansonsten, wenn dir das gefallen hat, einen Daumen hoch und abonniere auf jeden Fall meinen Channel, denn ich werde noch weitere Tipps und Tricks verraten hier in meinem Channel und mein Ziel ist es eben, dich fit zu bekommen und das schaffen wir gemeinsam. Gemeinsam machen wir dich fit.